Moinsen Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Adalia, Chewing Gum oder Chewing Cool, CHWNG Cool, auch jetzt genannt nach der Namensänderung. Preis bleibt gleich, 200 Gramm, 13,90 €. Nicht eingefärbt, brauner Tabak, mittel bis feiner Schnitt. Wenig Äste drin, bis mittel Äste drin. Ist okay, kann man sehr gut mitbauen. Und Lasse ist sehr gut eingezogen, ist sehr feucht das Ganze. Und ja, was sagst du zum Geruch? Ja, zum Geruch. Also man riecht wirklich direkt diese Minz-Kaugummi-Note raus. Also es riecht wie so ein Kaugummi halt. Ja. Also wenn man jetzt an das welches Kaugummi... Das Airway ist grün. Ja. Double Mint. Das ist 1:1 die Note vom Geruch. Ja, also ist wirklich genial getroffen. Und das ist wirklich ein geiler Kaugummi-Tabak, finde ich. Also der riecht sehr, sehr geil. Ja. Sehr, sehr frisch, kühlend, aber trotzdem auch diese Double Mint-Note ist perfekt getroffen. Ja. Was sagst du denn zum Geschmack? Zum Geschmack? Wir rauchen ja schon ein bisschen länger, aber der nimmt jetzt nicht wirklich am Geschmack ab. Und der Geschmack ist wirklich genial. Super, also intensiv ist der? Ja, der schmeckt wirklich wie das Kaugummi, als ob man das gerade im Mund genommen hat und gerade drauf rumkaut. Und das schmeckt bei jedem Zug genau das Gleiche. Ja, also es ist immer von der Intensivität sehr, sehr stark. Vom Geruch in den Geschmack habt ihr null Unterschiede. Ja. Das ist genau dasselbe. Also der schmeckt genauso wie er riecht, was man selten beim Tabak hat. Hier ist wirklich geil. Also der kühlt sehr schön den Mund herunter, dadurch, dass diese kühlende Note mit drin ist, dieses Double Mint, wahnsinnig, echt schon pervers geil getroffen. Ja, also wenig Aromen, aber viel Intensivität dadurch. Ja, und 1:1, der geht immer. Ja. Du kannst den durchrauchen, wie du willst, der wird nicht langweilig. Hammer, mich, also... Also da kannst du mal den ganzen Abend von rauchen, da brauchst du keinen anderen Tabak. Man kann den auch gut mit anderen Tabaks mischen einfach. Ich mache das immer ganz gerne, ich rauche ja gerne den Maracuja von Adalia, den damit zu mischen, habt ihr einfach Maracuja-Karomi. Geil, wirklich. Ja. Selber euer Mischungsverhältnis damit suchen und ihr habt einen richtig geilen Tabak selber zusammengestellt. Ich finde, sowas muss man eigentlich immer zu Hause haben, genauso wie eine pure Minze zum Mischen. Ja. Und der ist wirklich Hammer. Rauchentwicklung. Ja, wie ihr seht, auch wenn wir schon lange da mit rauchen, die Rauchentwicklung nimmt nicht ab. Die ist richtig dicht und das haben wir schon bei jedem Tabak, den wir jetzt zuletzt vorgestellt haben, dass da die Rauchentwicklung wirklich gut ist. Also ja, die Hersteller lumpen sich nicht mehr mit der Rauchentwicklung, wie es früher war. Es raucht einfach alles zurzeit sehr gut, aber Adalia ist einfach auf einem super hohen Level. Also den will ich schon in die obere Klasse einordnen. Da stimmt einfach alles, oder? Ja. Die Hitzeentwicklung ist, die Hitze ist auch, ihr könnt damit machen, was ihr wollt. Adalia verbrennt nicht sehr schnell, der tut nicht, der kratzt nicht, gar nichts. Super entspannt zu rauchen, ist was für jeden Tag. Wir hauen hier auf jeden Fall mal wieder eine Kaufempfehlung raus, was wir lange jetzt nicht getan haben, weil das ist ein Tabak. Den muss man zu Hause haben. Ja, jeder mag Kaugummi und jeder wird diesen Tabak mögen. Also ich sag mal, 99% werden hier nichts gegen finden. Ich habe Seven Nights Ice Gum geraucht, Alwaha Ice Gum. Alle sehr, sehr gute Flavor, aber der hier bringt das auf ein ganz, ganz neues Level. Ja, das ist nochmal eine Stufe höher als die anderen. Wahnsinn, wirklich, klasse. Das wäre es dann auch für heute. Unten Facebook sowie Instagram verlinkt. Und ja, vergesst den Daumen nach oben bitte nicht und ein Abo dalassen, würde uns sehr freuen. Dann bis zum nächsten Mal, Leute, und ciao, ciao.